Und mit dem Wegtraben des Hofnarren begrüße ich euch recht herzlich zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Overlord Raising Hell. Nicht Rising Hell, ich werde auch gleich sagen, warum. Zu einer neuen Aufnahmesession. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile die 6. Aufnahme. Ich habe vorhin ein bisschen offscreen schon mal vorgespielt. Allerdings nicht im Zwergenland, sondern im Hügelland. Ich habe mal ein paar Bauern nochmal geklatscht, um da die mögliche dunkle Quest freizuschalten. Hat nicht ganz geklappt, macht aber nichts. Wir fahren jetzt auf jeden Fall fort mit den goldenen Bergen. Ist schon eine Weile her, dass ich zuletzt Overlord Raising Hell aufgenommen habe. Inzwischen hat das Projekt auch angefangen. Und ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall fort. So. Das Schöne, genau, hier haben wir ja die Brücke schon frei. Was war das gerade für ein Geräusch? Okay, ich hatte da gerade ein Geräusch vernommen, aber es war anscheinend nichts Großartiges. Das Dorf dürfte... Ach hier, Zwerge. Böse Zwerge, die einfach so Schafe verprügeln. Das geht ja gar nicht. Ach, guck mal, die ganzen Schafe sind hier weg. Hier noch irgendwelche Kisten? Nein. Also ich hatte tatsächlich mal, ich glaube, das war sogar gestern, also ist noch nicht so lange her, hatte ich tatsächlich mal recherchiert, ob das tatsächlich Rising Hell heißt, also beziehungsweise Rising, weil Rising wird ja nur mit I geschrieben und das Spiel hier wird ja mit AI geschrieben. Also ein anderer Buchstabe ist dabei. Und das wird tatsächlich dann schon nicht mehr Rising ausgesprochen, so wie ich immer gedacht habe vorher, sondern tatsächlich Raising. Deswegen heißt das Spiel auch nicht Rising Hell, sondern Raising Hell. Ich wusste es nicht, aber ich habe dadurch wieder was gelernt. Nämlich, dass ein Buchstabe tatsächlich in der englischen Grammatik schon ein komplettes Wort ändern kann. Ich bin ja der englischen Sprache nicht so wahnsinnig mächtig. Ich glaube, das ist jetzt kein unmittelbares Staatsgeheimnis. Und ja, ich glaube, wir besuchen jetzt mal kurz die Leute bei der Brauerei. Ach, guck mal. So eine stolze Rasse zur Sklaverei verdammt. Manchmal haben auch die Götter Humor. Ja, und wir auch, denn wir haben gerade 10 Elfen getötet und damit eine weitere dunkle Quest erfolgreich beendet. Sehr geil. Ja, wie gesagt, mittlerweile habe ich tatsächlich auch Urlaub bekommen. Ich bin jetzt im Urlaub gerade. Ich habe jetzt nicht gerade ernsthaft 4 Schergen. Deswegen habe ich jetzt 4 Schergen verloren. Kann mir jemand bitte mal sagen, warum ich gerade 4 Schergen verloren habe? Und vor allem wofür? Wofür habe ich jetzt 4 Schergen verloren? Okay, ich muss das jetzt nicht unmittelbar verstehen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt gerade Urlaub. Dass ich mir Overlord schon mal ein bisschen angespielt habe, habe ich auch schon gesagt. Ich habe jetzt aber nicht gerade... Ich habe jetzt nicht großartig mit der Story weitergemacht. Ihr habt das ja jetzt gerade gesehen mit den Elfen. Also da habe ich auch nicht groß weitergemacht. Ich habe Overlord auch eine längere Zeit nicht mehr gespielt. Seit der letzten Aufnahme ungefähr nicht mehr. Also ich hatte ein bisschen Overlord 2 gespielt. Das ist durchaus richtig. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Also wirklich nichts Weltbewegendes. Und ja, ich bin jetzt wie gesagt in meiner ersten Urlaubswoche von 3. Ich bin jetzt 3 Wochen im Urlaub. Und ja, das Wetter bessert sich allmählich. Es wird wieder schöner und wärmer vor allen Dingen. Die Fußball-WM läuft auch noch. Und ich habe tatsächlich auch schon so ganz nebenbei meinen 3. Livestream angekündigt, der jetzt kommenden Freitag kommen wird. Also nicht bevor es zu Irrtümern kommt. Also wenn ihr den Part hier seht, dann ist der Stream wahrscheinlich schon längst gelaufen. Es könnte vielleicht auch schon sein, dass sogar schon der 4. Stream dann schon war. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich weiß es nämlich noch nicht genau, was da auf uns genau zukommen wird. Auch was dieses neue Urheberrechtsgesetz angeht. Was ja jetzt momentan groß im Kurs ist, im negativen Sinne. Das können wir wegdrücken, weil das hatten wir schon. Wir müssen halt nur aufpassen, weil die besoffenen Zwerge hatten wir ja beim letzten Mal, sind stärker als normal. Leider. Alter, Alter!
Mach sie fertig! Alter! Geht das schon wieder los? Versoffenes Pack, ey. Echt. Mist. Hätte ich mal vorher rufen sollen. Scheiße. Kein guter Anfang. Kein guter Anfang, keineswegs. Mist. Ich hätte gehofft, dass das besser laufen wird. Nein, es fängt gleich wieder richtig schön scheiße an. Oh, so richtig schön scheiße. Ich frage mich nur, warum jetzt hier schon wieder 4 Schergen gestorben waren. Dabei war ja noch nicht mal was Großartiges. Genau, hier hatten wir einen Steinriesen, den haben wir erledigt in der letzten Aufnahme. Hier kommen, glaube ich, gleich wieder ein paar Schnecken hervor. Könnte ich mir vorstellen. Oder auch nicht. Auch gut. Ist sogar... Jetzt kommen die Schnecken hervor. Okay, dann hat das noch ein bisschen gedauert mit dem Auslöser. Ist das jetzt eigentlich noch mit den Elfen schon erfüllt? Oder muss ich das jetzt nochmal erfüllen? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich gehe aber mal davon aus, dass sie den alten Stand... Zur Sklaverei, verdammt. Ja, das war der alte Stand. Auch die Götter Humor. So ist es. Sie haben. Ja, sie haben eure Frauen geholt. So ist es. Ich finde halt nur, dass die Zwerge hier ein bisschen übertrieben stark sind. Aber auch nur ein bisschen. So. Ich habe übrigens auch wieder mit dem CPT Port Royal 3 aufgenommen. Und zwar 3 Stunden. Das ist Wahnsinn, wie viel wir davon aufgenommen haben. Ja, ist gut, das kennen wir schon. Ah, scheiße, jetzt saufen die da schon wieder. Guckt euch das an, ey. Das ist doch nicht normal. Die hauen mir meine gesamte Armee weg. Das waren mal 35 Schergen. Bestens ausgerüstet. Werden weggeklatscht. Das wäre es nix. So eine Frechheit. Schon wieder. Ich finde echt, dass sie die Zwerge übertrieben stark gemacht haben. Übertrieben stark. Wirklich. Ist kein Scheiß. Ja, klasse. Armbrüste haben sie natürlich auch noch. Alter, die sind viel zu mächtig, die Zwerge. Viel zu mächtig. So. Na, wenigstens sind die Tränke ein bisschen größer. Ärgert mich, dass so viele Schergen ums Leben gekommen sind. Das ärgert mich echt. Das ärgert mich tierisch. Guckt euch das an. Das ist der traurige Rest schon wieder. Oh, Mann. Also, was ich definitiv sagen kann, ist, dass Raising Hell deutlich schwerer ist, was man vor allen Dingen auch hier gerade merkt, als das normale Overlord. Also, ich glaube, das normale Overlord L hatte bei weitem nicht so viele Verluste gegen die Zwerge, wie ich jetzt hier gerade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist doch ein bisschen heftig. So, das war die Schnecke. Müssen wir nur wieder die Schnecken loswerden. Gut, dann ist das ein quasi Neustart, was die Schergen angeht. Aber ich meine, wir haben mehr als genug Schergen. Schnappt euch die Statue. Ein neuer Schergenzauber. Den hätte ich vielleicht mal benutzen sollen. Ich weiß nur nicht, auf welcher Taste der liegt. Also ich weiß, dass man das mit den F-Tasten, dass man die dadurch aktivieren kann. Problem ist eben halt, dass ich auf der F4-Taste die OBS-Aufnahmetaste habe. Wenn ich die dann nämlich aus Versehen drücke, kann das nämlich passieren, dass die Aufnahme plötzlich aufhört. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu, dass einfach mittendrin plötzlich die Aufnahme ausgeht. Und ich das wahrscheinlich dann bestenfalls noch nicht mal mitkriege. Dann weiter schnacke und dann irgendwann merke ich so, oh, ich nehme ja gar nicht mehr auf, scheiße.
Und das wäre dann doch sehr ärgerlich. Deswegen nehme ich das dann doch lieber im Kauf, dass ich da ein paar mehr Schergen verliere. Ihr habt mir schon zu viele Schergen umgebracht, ihr blöden Zwerge. Es ist immer so. Immer wenn ich auf Zwerge treffe, machen die mir Schwierigkeiten. Es war damals im Warlord so, es ist hier wieder so. Es ist komisch irgendwie. Irgendwie finde ich keinen Anschluss zu den Zwergen. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, da wird der Rimnir das jetzt höchst bedauerlich finden. Weil ich weiß ja... Terrorlegion-Zauber. Er funktioniert wie der Berserker, versetzt jedoch zusätzlich sowohl Gegner als auch Verbündete in Angst und Schrecken. Ui. Dieser Zauber ist ihm ein großer Spaß. Wie er sich freut, der Gnall. Schön. So, das war das. Ja, und ich habe mir tatsächlich, mit denen lässt sich alles schön knusprig braten. Besonders diese Schnecken. Mhm. Allerdings könnte man durchaus meinen, dass der Tank ziemlich instabil ist. Oh ja. Alter, guckt euch seine Reichweite an. Man könnte sagen, das ist quasi ein Gegenstück zur Fackel der Erleuchtung. Beziehungsweise zur Flamme der Erläuterung, wer die Command & Conquer Tiberium-Einheiten kennt. Das sind die beiden Einheiten der Bruderschaft von Nott, beide mit Flammenwerfer ausgestattet. Die Flamme der Erläuterung ist der Infanteriss, während die Fackel der Erleuchtung das Fahrzeug war, der Flammenwerferpanzer, der natürlich, der übrigens auch deutlich besser war als der als Teufelzunge in Tiberian Sun. Muss ich tatsächlich sagen. So. Gegen die werden wir uns auch noch kümmern. Wir werden übrigens auch mit der Arena weitermachen. Die machen wir auch noch weiter. Da waren wir ja nicht durch. Da bin ich ja als letztes, glaube ich, gegen die Steinriesen gescheitert, weil da plötzlich drei auf einmal kamen. Also erst hatten wir es mit einem zu tun, dann plötzlich kamen drei. Und das war dann doch für unseren Overlord ein bisschen zu viel. So, unsere Roten sind ja glücklicherweise immun gegen Feuer. Deswegen kann es denen egal sein, wenn der angreift. Nein, ich weiß. Aber ihn tun unsere Hiebe weh. Wenn er nämlich solche Töne von sich gibt, genau, dann detoniert er nämlich. Oder beziehungsweise er ist kurz davor zu detonieren. Und dann wird es für uns Zeit und auch für unsere Schergen zurückzuweichen. Aber wenn er explodiert, dann reißt er, glaube ich, auch die Roten mit. Also da fragt er nicht groß nach, das macht er einfach. Die alte Sau ohne Erlaubnis. Welche Frechheit. Wo geht's denn hier hin? Ach, das ist quasi ein Umweg, okay. Ja, auch gut. Brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt. Ich überlege jetzt gerade, was war jetzt dahinter? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Also ich habe ja, glaube ich, schon so ziemlich am Anfang des Let's Plays gesagt, dass ich Overlord seit jetzt mindestens ein Jahr nicht mehr gespielt habe. Deswegen kann ich mich da auch nicht mehr... wieso kommt nur einer? Deswegen kann ich mich auch nicht mehr an alles erinnern. Aber ich weiß, dass man diese Tür mit diesen Bomben aufsprengen musste. Daran kann ich mich noch erinnern, dass man die aufsprengen musste. Wie gesagt, die Flammen selber machen den Roten nichts aus, aber die Explosion. Stimmt, das war eine richtig stabile Tür. Also da kann man den Zwergen wirklich nichts nachsagen. Die stehen für Qualität im wahrsten Sinne des Wortes. So, zwei Bomben reicht. Wunderbar. So, was haben wir hier jetzt? Zwerge machen ein großes Geheimnis aus ihrem Braurezept. Dieses Fort bewacht sicher die Brauerei. Hm. Ein ganzes Fort für eine Brauerei. Alter Schwede. Und da haben wir ein zweites Portal. Das ist gut. Können wir da nämlich unsere Schergen tauschen. Mal sehen, was haben wir denn da? Ich glaube, die können wir jetzt sowieso noch nicht angreifen. Aber wir können uns um die kümmern. Ich glaube, es wird Zeit für eine Kombination. Nee, die wollte ich haben. So, ich kombiniere die Braunen mit den Blauen.
Die Braunen kämpfen und die Blauen beleben gegebenenfalls wieder. Sofern es erforderlich sein wird, was wird es? Ach ja, stimmt ja, scheiße, das war ja auch noch. Stimmt ja, die schmeißen ja mit Bomben. Richtig, und die brauchen wir, damit wir ins Fort reinkommen. Ich erinnere mich, stimmt. Oh Gott, ist das lange her. Einen einzigen brauche ich. Na komm, wirf deine Bombe. Nimm sie mit! Damit müssen wir nämlich die Tür aufsprengen hier. Wie die eine vorhin oben. Gut, die Schergen sind weit genug entfernt. Das ist gut. Übrigens, wie man aussieht, Zwerge sind die Gegner, oder mit eine der Gegner. Kommt die dann auf einmal her? Die tatsächlich Bierkrüge spawnen lassen. Das konnten ja auch zum Beispiel die Hobbits mit. Beziehungsweise die Halblinge. Ich habe die ja irrtümlicherweise Hobbits genannt. Die eigentlich sind es nur Halblinge. Wobei eigentlich Halbling und Hobbit genau dasselbe ist, aber egal. Das muss wehtun! Alter, was ist das denn für eine massive Tür, sag mal. Das war jetzt die dritte Bombe. Die hält immer noch. Der Wahnsinn. Das muss wehtun! Zu mir, meine Schergen! Oh, was ist das denn für einer? Schicker Helm auf jeden Fall. Bitte? Hast du mir gerade Krieg erklärt? Alter! Weg da! Geht doch. Gut, jetzt kommen auch noch etwas dickere Zwerge mit einem Adlerhelm. Die tragen ja auch Pickelhauben. Die so ein bisschen an das Deutsche Kaiserreich erinnern. An den Ersten Weltkrieg. Ja, das kannst du dir ja auch gerne nehmen. Alter, das sind so viele Zwerge hier. Hier wäre das echt von Vorteil eigentlich. Fällt mir gerade mal so ein. Hier wäre es ja eigentlich echt von Vorteil, die Roten einzusetzen, ne? Eigentlich ja schon. Deswegen rennen wir nochmal eben kurz zurück. Tauschen mal ein paar Braune, nicht alle. Gegen ein paar Rote. Das heißt, wir haben jetzt Braun, Blau und Rot. Ist doch eine gute Kombi. 15 von den Roten, 15 von den Braunen und 5 Blaue. Das war klar. Natürlich feuern sie genau dahin, wo sie natürlich nicht hinkommen. Feuer mal dahin. Okay, den Plan können wir vergessen. Schade. Ich hatte gedacht, das würde funktionieren. Tut es leider nicht. Die Roten kommen nicht so wirklich ran. Das ist bedauerlich. Dann tauschen wir wieder zurück gegen Braune. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ich dachte, die würden da rankommen, aber nein. Leider nicht. Die werfen viel zu niedrig, deswegen kommen sie da nicht so wirklich ran. Aber gut, dann ist das halt so. Dann müssen wir eben halt den direkten Weg gehen. Was willst du denn, sag mal? Und den Großen, da kümmere ich mich. So. Noch mehr Zwerge. Kommt daher, ihr Säue. Ich mache euch fertig. Genauso wie damals Warlords. Apropos Warlords. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist ja das große Summer Sale gestartet. Von Steam. Das große. Der ist ein großes Summer Sale. Von Steam. Ich habe auch ordentlich zugeschlagen. Ich habe mir ein paar Spiele zugelegt. Unter anderem Age of Empires 2 in der HD Edition. Mit DLCs. Ist doch klar, Leute. Ich mache doch keine halben Sachen. Dann habe ich mir noch geholt Hearts of Iron 4 mit allen DLCs.
Oder beziehungsweise mit allen zurzeit verfügbaren DLC, sollt ihr vielleicht noch dazu sagen. Denn wer weiß schon, wann wieder ein DLC rauskommt. Es kann ja sein, dass von denen immer noch DLCs rauskommen. Dann, jetzt muss ich gerade überlegen, was habe ich mir noch geholt? Ich habe mir Pharaon geholt, das ist so ein ägyptisches Rollenspiel. Das habe ich mir auch noch zugelegt. Das hatte mir damals, glaube ich, der Rimnir Wärmstes empfohlen. Und er hat es, glaube ich, auch mal angespielt. Jetzt muss ich überlegen, was habe ich mir noch geholt? Scheiße, ich kann mich jetzt gar nicht... Warlock 2, deswegen kam ich da auch darauf, denn es wird auch noch ein Warlock-Spiel geben, das heißt aber nur Warlock. Nämlich Master of the Arcane, davon habe ich mir jetzt Fortsetzung mit den DLCs geholt. Und Sid Meier's Civilizations Beyond the Earth, also den Nachfolger von der Entwicklung her von Civilizations 5, spielt auf Alpha Centauri. Das Spiel habe ich mir auch zugelegt. Ich glaube, das waren dann auch alle. Also so... Ja, das waren dann auch alle. Da hatte ich mir auch die DLCs so... Genau, die hatte ich mir auch noch dazu geholt. Ich hatte einfach mal ein bisschen Geld. Bisschen was übrig. Hab dann gedacht, yo, kannst du mal machen. Und das habe ich ja dann auch gemacht. Oh, scheiße. Ah! Blauer! Ihr wählt alle! Ich wähle alle, ja. Ich wähle sie alle. Scheiße, Victor! Gut, dass ich die Blauen dabei habe dieses Mal. Die Blauen sind echt einmal mehr Gold wert. Ich habe die eigentlich auch viel zu selten mitgenommen. Ich sollte die viel öfters dabei haben. Ich habe einfach viel zu oft Angst, dass sie vorher flöten gehen. Sollte ich vielleicht mal ändern. Ich wollte gerade sagen, geht da weg. Bevor euch die Bomben noch erwischen. Das ist Armbrust. Ah ne, das ist so ein Sprengmeister, so möchte gern. Stirb, Arschloch. Du jagst meine Leute nicht in die Luft. Das Ding holen wir uns gleich. Würde ich vorschlagen. Erstmal lassen wir das Schießpulver, hätte ich jetzt fast gesagt, die Bomben zergehen. Übrigens auch die Bomben erinnern übelst an Herr der Ringe, wie ich finde. Die sehen nämlich genauso aus. Oder so ähnlich aus wie die Bomben, die Saruman in Helms Klamm benutzt hat. Spoiler für die Leute, die nicht Herr der Ringe geguckt haben. Ich glaube, jeder, der hier zuschaut, hat Herr der Ringe geguckt. Wahrscheinlich sogar die Extended Edition, die ich nicht geguckt habe. Deswegen wisst ihr wahrscheinlich auch ein bisschen mehr über das Herr der Ringe-Universum als ich. Was nicht schlimm ist, bevor das jemand falsch versteht. Die Bomben sehen nämlich genauso aus. Oder so ähnlich. Die erinnern mich übelst an die Schlacht um Helms Klamm. So, ich folge den jetzt einfach mal, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, weil der Weg ist ja jetzt weitestgehend frei. Kriegen wir noch mal ein bisschen Lebensenergie dazu. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Säulenteile es jetzt noch gibt. Ich glaube, so viele kommen jetzt gar nicht mehr. Was ich weiß, ist, dass uns definitiv noch die eine oder andere Gussform fehlt. Das weiß ich. Ich glaube, es gibt 5. Eure Gesundheit hat zugenommen. Geil. Mehr Gesundheit. Das ist mal so ein Ritt in der Realität wäre, ne? Einfach mal mehr Gesundheit. Jo, passt schon. Dann wäre doch mal was. Der Kollege da oben steht da immer noch mit seinem Adlerhelm. Ich mag die Helme irgendwie. Die sehen richtig cool aus. Finde ich schön. Ich glaube, erstmal klatsche ich den da weg.
Hab ich mir gedacht. Das war auch hier so ein Pumpenarsch. Ja, natürlich. Die trinken wieder schön Bier, damit sie auch hier overpowered sind. Aber das wäre eigentlich eine gute Position, um sie anzulocken und dann mit den Roten fertig zu machen. So, dadurch, dass wir ja jetzt den Bombenarsch da aus dem Weg geräumt haben. So, ich lasse dich zu, dass du meine Schergen wegballerst. Damit ist der Weg nun auffrei. Wir haben da zwei große vor uns. Das ist das Zentrum der Zwergenbrauerei. Ihr ganzes Imperium ist auf diesem Gebäude aufgebaut. Und da können wir rein. Rechnet nicht mit einem Begrüßungskomitee. Nee, das tue ich nicht, du. Keine Sorge, das tue ich schon nicht. Aber wie sich das anhört. Rübs. Hört sich richtig gut an. Überlegt gerade, gab es da hinten noch irgendwas Spezielles? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht. Und ich weiß es wirklich nicht. Bevor jemand mir unterstellt, ja, also das weißt du doch eh und bla und tralala. Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Das sage ich schon nicht umsonst. Das hat tatsächlich ein... komm ich denn da hin? Also da kommen wir nicht ohne weiteres durch, okay. Ach, wisst ihr was? Wir gehen ja jetzt einfach mal rein, komm. Wir gehen ja einfach mal rein, mal gucken, was uns da erwartet. Den Lebenstrag kriege ich nicht, toll. Oh! Das muss es sein. Einfach noch den Elfen wegklatschen. Eigentlich mag ich ja Elfen. Aber nur die Dunkelelfen. So, die Bierbrauerei. Aber Rai verläuft direkt durch den Berg. Goldos Festung muss auf der anderen Seite sein. Und ich krieg nur Pott. Ich krieche Bier. Wie scharf die auf das Bier sind, Alter. Würde der L jetzt wahrscheinlich sagen, wir wissen halt, was ihnen schmeckt. Die Zwerge bauen nur deshalb unterirdisch, damit es nicht mehr wie regnet. Den Rohren nachzuurteilen, scheint denen hier ganz schön zu danken. Vielleicht sollten wir ihn ausnüchtern. Gut, dann wollen wir mal gucken. Ja, das war klar, dass da Bierkrüge drin sind. Haufenweise Bierkrüge. Ach, deswegen, weil man die von hinten attackieren kann. Ja gut, okay, dafür ist grün natürlich dann sinnvoll. Okay, zweites Portal. Dieser Aufzug muss zu den unteren Ebenen führen, wo sich das Brauwerk zusammenbefindet. Bierkampf. Zwerge haben einfach keine Klasse, Meister. Lass diese lumpigen Klöße ihre eigenen Werte essen. Also Vanessa. So heißt ja unsere Mixpresse, Vanessa. Die wir ja vor ein oder zwei Sessions irgendwie bekommen haben. Ein neuer Schildzauberlord. Besauft euch mal alle erstmal. Und pisst euch danach direkt aus. So sieht's aus. Hervorragend. Schön. So, haben wir noch einen Schildzauber gekriegt. Auch den werde ich wahrscheinlich eher nicht nutzen. Der Teufelsschild ist sehr gemein. Er lenkt, verbrennt und zerlegt einfach alles in seiner Nähe. Geil. Klingt so doch gut. So viel Hingabe an das Töten ist bewundernswert, Lord. Oh ja. Eine Warnung.
Setz dich nicht in der Nähe von Verbündeten. Hier ist dich knifflig. Sehr schön. Schatz!